Thank you.
Herzlichen Dank für diesen wunderschönen Einklang. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Auftaktveranstaltung unserer Ringvorlesung unter dem Titel Postfossile Zukünfte. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen in der wunderschönen Aula der Martin-Luther-Universität, sowie natürlich zu Hause alle, die uns digital begleiten, auch ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Mareike Pampus, ich bin von Haus aus Ethnologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an dem neuen Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit. Und diese Auftaktveranstaltung heute ist nicht nur der Beginn unserer Ringvorlesung, sondern ist gleichzeitig auch der Auftakt, sozusagen der Startschuss für die Gründungsphase unseres Instituts für Strukturwandel und Nachhaltigkeit, das wir Ihnen später auch noch kurz vorstellen werden. Ja, Mareike Pampus und ich, Jonathan Ewerts ist mein Name, werden Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten. Wir moderieren Sie. Ich werde mich nachher, wenn wir das Institut vorstellen, auch selber noch mal kurz ein bisschen genauer vorstellen. Jetzt an der Stelle möchte ich erstmal ganz herzlich unseren Rektor der Universität für die Begrüßung auf die Bühne bitten. Magnifizienz, lieber Herr Dieter. Vielen herzlichen Dank. Noch mal kurz zur Musik. Das war natürlich Georg Friedrich Händel aus der Suite Nummer 3 D-Moll, gespielt von Buseong Ha, der im künstlerischen Aufbaustudium bei dem Kollegen Professor Albrecht Hartmann hier bei uns an der Universität studiert. Herr Ministerpräsident, ich weiß nicht, ob er uns schon hört. Er wird gleich dazugeschaltet sein, lieber Herr Haselhoff. Lieber Herr Lux für den Förderverein Pro Halle, sehr geehrter lieber Herr Bürgermeister Geier, liebes Team vom Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit, liebe Frau von der Rau, Herr Ewerts und Herr Aleev, sehr geehrte liebende Mitwirkende an der heutigen Veranstaltung, sehr geehrte Damen und Herren hier in der Aula unserer Universität und natürlich weltweit im Netz auf YouTube. Ich freue mich außerordentlich, Sie alle heute begrüßen zu dürfen zur Eröffnung des Instituts für Strukturwandel und Nachhaltigkeit, ein Projekt unserer Universität. Besonders begrüßen möchte ich neben dem bereits genannten natürlich, aber hervorgehoben, den parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie und zugleich Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Herr Marco Wanderwitz. Herr Wanderwitz, es ist uns eine große Ehre, dass Sie heute zu uns gekommen sind, an die Martin-Luther-Universität. Das gilt ganz persönlich, insbesondere aber natürlich mit Blick auf das Thema Strukturwandel im mitteldeutschen Braunkohlerevier. Der Strukturwandel im mitteldeutschen Revier ist heute während dieser Veranstaltung gleich zweimal im Fokus. Erstens natürlich mit der Auftaktveranstaltung des Instituts, wie wir schon gehört haben, und zweitens mit der Ausstellung der zentralen Kustodie unserer Universität zum Thema Unser Revier Mitteldeutschland im Wandel mit faszinierenden Exponaten aus der Geschichte des Reviers und des Wandels des Reviers. Das gemeinsame Thema der heutigen Veranstaltung, der Strukturwandel, ist für uns als Universität von zentraler Bedeutung. Schon deshalb, da wir als Universität in der Stadt und als Universität in der Region untrennbar mit der wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Entwicklung von Stadt und Region verbunden sind. Strukturwandel ist hier natürlich gegenwärtig und das wird noch viele Jahre so sein, das zentrale und bestimmende Thema. Als Universität haben wir uns früh in die Diskussion zum Strukturwandel aufgrund des Kohleausstieges, des Ausstieges aus der Kohleverstromung eingebracht. Das resultiert aus der Erkenntnis heraus, dass die wichtigsten langfristigen Wachstumstreiber in einer hochentwickelten Volkswirtschaft immer Bildung sowie Forschung und Entwicklung sind. Es geht immer um die Stärkung von Humankapital. Es muss gehen um die Stärkung von Humankapital, um positive Wirtschaftswohlfahrtseffekte nachhaltig langfristig zu generieren. Überdies ist zu berücksichtigen, dass Strukturwandel als solches in einer hochentwickelten Volkswirtschaft nichts Ungewöhnliches zunächst einmal ist. Auch der jetzige Strukturwandel aufgrund des Ausstiegs aus der Kohleverstromung, der resultiert, wie wir alle wissen, aus der notwendigen und unstrittigen Herausforderung durch den Klimawandel, ist ein Strukturwandel, der langfristig positive ökonomische, in diesem Fall auch ökologische Effekte darauf abzielt.
und auch hervorbringen wird. Klimaschutz heute und in den nächsten Jahren ist nämlich langfristige Sicherung unseres Wohlstandes. Verkürzt ausgedrückt, es geht eben ums Überleben. Schon aus dieser Erkenntnis heraus folgt, dass Strukturwandel auf den Klimaschutz bezogen unumgänglich und in vielen Bereichen ist und in ähnlichen Bereichen auftritt, notwendig ist, um unsere volkswirtschaftliche Wohlfahrt zu sichern. Das Besondere allerdings an der Debatte, ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, zum Strukturwandel, dem heutigen, im Lichte des Klimaschutzes ist, dass es sich um eine sehr langfristige Perspektive handelt. Wir haben es neben der Langfristigkeit überdies mit einem Phänomen, mit einem Strukturwandel zu tun, der auch global ist und in diesem Sinne geografisch ungleich verteilt. Denn die ökonomischen Auswirkungen des Kohleausstiegs, des sogenannten, treffen die Braunkohlereviere wesentlich intensiver als andere Regionen in Deutschland. Und zugleich sind die negativen Auswirkungen des Klimawandels deutlich intensiver in den sogenannten Entwicklungsländern und den am wenigsten entwickelten Ländern dieser Welt zu spüren und werden dort noch zu spüren sein. Damit haben wir eine Verschiebung in der langfristigen und in der Regionalperspektive, die einmalige, einzigartige politische Herausforderung mit sich bringt. Es ist natürlich eine Grundidee der sozialen Marktwirtschaft, dass Strukturwandel sozial abgefedert wird, durch staatliche Maßnahmen begleitet wird. Wie das allerdings in einer langfristig und in einer regional ungleichgewichtigen Perspektive eines Strukturwandels geschehen soll, wie wir ihn gegenwärtig sehen, ist weitgehend unklar. Das ist auch einzigartig, ein solches Phänomen zu beobachten. Daraus folgt, dass die gesamte Debatte über Strukturwandel und Klimaschutz rein ökonomisch zwar relativ rational bewertet werden kann, die gesellschaftspolitischen Herausforderungen, die hiermit verbunden sind, sind allerdings noch weitgehend unklar und vielfach ohne Antwort. Nimmt man all das zusammen, zeigt sich, dass es beim Strukturwandel und Investitionen im Hinblick auf den Strukturwandel um auf Langfristigkeit, wie wir meinen, angelegte Bildung sowie Forschung und Entwicklung gehen muss. Gerade durch Forschung und Entwicklung, die nachhaltig ausgerichtet ist, müssen Dinge gedacht werden, die die wir uns noch gar nicht ausdenken können. Es muss also um Innovation gerade im naturwissenschaftlich-technischen Bereich gehen, die heute noch gar nicht als Innovation identifizierbar ist. Und zweitens, es muss hier in diesem Prozess zentral auch um die gesellschaftspolitischen Herausforderungen des Strukturwandels insgesamt gehen. Genau vor diesem Hintergrund haben wir uns als Universität schon vor längerer Zeit an zwei zentralen Projekten beteiligt zur Begleitung des Strukturwandels. Konkret geht es erstens um ein Institut für nachhaltige Materialien und Energie im Kontext der Bioökonomie und einen entsprechenden Forschungsbau. Und zweitens, und dafür sind wir heute hier, ein Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit mit eher geistessozialwissenschaftlicher Ausrichtung in Anbindung an die Naturwissenschaften, um auch die im weiteren Sinne gesellschaftspolitischen Herausforderungen entsprechend zu begleiten. Worum es um Einzelnen geht, das haben wir schon bereits als Ankündigung gehört von Kollegen Ewerts, wird uns gleich noch berichtet werden. Ich möchte, bevor wir im Einzelnen davon hören und dann insbesondere mit Herrn Wanderwitz und weiteren Rednern tiefer in das Thema einsteigen, möchte ich zunächst einmal nochmals Herrn Ministerpräsidenten Haselhoff für die Bereitschaft zu einem jetzt anschließenden kurzen Grußwort sehr, sehr herzlich danken und für das Interesse an diesem Projekt. Herr Ministerpräsident Haselhoff wird jetzt gleich im Anschluss an mich sprechen, da er um 13.30 Uhr zu einem weiteren Termin aufbrechen muss. Nochmals danke ich Herrn Staatssekretär Wanderwitz dafür, dass Sie gekommen sind. Ein besonderer Dank gilt auch dem Förderverein Pro Halle, vertreten heute durch Herrn Lux, ohne dessen großzügige finanzielle Unterstützung das Projekt des Instituts für Strukturwandel und Nachhaltigkeit nicht möglich wäre. Lieber Herr Lux, bitte überbringen Sie auch unseren Dank an die anderen Vereinsmitglieder. Der Stabsstelle des Rektors und der zentralen Kustodie danke ich für das Engagement für den heutigen Tag, natürlich gerade auch für die Ausstellung, die noch folgt.
Und schließlich ein herzlicher Dank an Professorinnen und Professoren Astor von der Rau, Jonathan Ewerts und Azar Aliyev für die großartige Arbeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Instituts für Strukturwandel und Nachhaltigkeit. Und alles, was da noch kommen wird und das viel kommen wird, davon bin ich überzeugt. Herr Ministerpräsident, es ist mir etwas ungewöhnlich, jemanden anzusprechen, den man gar nicht vor sich hat, virtuell. Ich darf Ihnen das Wort übergeben in der Hoffnung, dass Sie zugeschaltet sind und sein werden. Und nochmals sehr, sehr herzlich dafür danken, dass Sie trotz Ihrer engen Termintaktung in der gegenwärtigen Zeit Zeit für uns gefunden haben. Herzlichen Dank. Beschäftigen wird. Deswegen ist es gut, dass wir diese Institutsgründung jetzt heute auch verkünden können als Signal in die Region hinein, aber auch als Signal in die Welt, so möchte ich es mal benennen. Denn der Pfad, den wir gehen, nämlich die Klimaziele zu erreichen, wird nicht ohne eine ganze Reihe von Veränderungen in unserem persönlichen und auch gesellschaftlichen Leben mit sich bringen. Dass das aber bewältigbar ist, zeigt die Kompromissfindung auf der Bundesebene mit einem Gesetz verankert, das uns in die Lage versetzt, die entsprechenden finanziellen Ressourcen bis 2038 zu aktivieren und damit also auch sicherzustellen, dass wir nicht nur Ersatzarbeitsplätze bekommen für wegfallende direkte und indirekte Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern dass es vor allen Dingen auch darum geht, zukunftsfähige Arbeitsplätze, nachhaltige zu haben, die also auch den Herausforderungen im Sinne der langfristigen Klimaneutralität auch entsprechend darstellen helfen. Und dass wir das Revier so geschnitten haben in Sachsen-Anhalt, dass nicht nur das Kernrevier, wie es immer so schön heißt, Bogenlandkreis, Mansfeld-Südharz, in Teilen eben auch noch Anhalt-Bitterfeld und der Saale-Kreis mit einbezogen wurden, sondern bewusst auch das Oberzentrum Halle mit Eingang gefunden hat, ist in das Gesetz hinein und damit also auch sichergestellt ist, dass die Forschungseinrichtungen und Ausbildungseinrichtungen von Halle mit Eingang finden in die Gesamtkonzeption. Das ist gewollt und das ist auch die Herausforderung, die wir gemeinsam auch aufgegriffen haben. Und ich danke der Universität ausdrücklich dafür, dass sie die entsprechende Reaktion auch richtig gezogen hat und entwickelt hat, die darin besteht, dass man als Nukleus und als Impulsgeber mit allen wissenschaftlichen und Forschungspotenzialen, die man zur Verfügung hat, hier sich einzubringen versucht und entsprechend auch dafür sorgt, dass dieses Querschnittsthema auch von einer Stelle aus sozusagen sehr stark mit Inputs versehen wird. Und damit bin ich auch bei dem Stichwort Querschnittsaufgabe. Sie stehen jetzt auch vor einer Herausforderung, die darin besteht, dass es nicht nur um Grundlagenforschung und Ausbildung von Akademikerinnen und Akademikern geht, sondern dass wir auch sehr stark auf die Schnittstelle bedienen müssen in Richtung angewandter Forschung und in Richtung auch der entsprechenden Arbeitsplätze, die mit Innovationen und dann auch Technologien, auch großtechnisch, dann in Gang gesetzt werden, damit wir die Alternativen entwickeln. Dazu müssen wir alles, was wir zur Verfügung haben, einsetzen. Ich weiß, dass die Universität das tut, neben dem natürlich mehrheitlichen Normalbetrieb, der nie normal ist, das weiß ich, wenn man finanzielle und sonstige Rahmenbedingungen sieht, auch Ressourcen generell, ja auch begrenzt sieht, aber die Schwerpunktsetzung mit zusätzlichen auch finanziellen Möglichkeiten des Bundes und auch des Landes sorgen dafür, dass wir es schaffen können, diese Transformation erfolgreich zu bewältigen. Dazu wünsche ich viel Erfolg. Die Ringvorlesungen werden dazu beitragen, sich sozusagen zu positionieren, auch Ideen zu finden
Und unterm Strich werden wir daran von den Bürgerinnen und Bürgern gemessen, dass wir das, was wir versprochen haben, auch einhalten. Ich bin mir sicher, dass wir das tun können, wenn wir zusammenstehen. Und dass wir vor allen Dingen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Klimaziele kurz-, mittel- und langfristig in den entsprechenden festgelegten Etappen eingehalten werden und wir damit auch ein neues Kapitel auch der Umweltpolitik und auch der Wirtschaftspolitik, die ökologisch verantwortbar ist, aufschlagen. In dem Sinne der Veranstaltung einen guten Erfolg, gute Austausche, gute Ideen und Herr Wanderwitz, als parlamentarischer Staatssekretär und sogenannter Ostbeauftragter bitte ich, die Botschaft mitzunehmen. Wir haben in Sachsen-Anhalt verstanden, das Revier hat es verstanden, die Universität hat es verstanden. Und wenn das die Botschaft in Richtung Kabinett und Bundesregierung ist, dann denke ich, werden sich auch diejenigen, die das Ganze kritisch begleiten, auch sehr schnell beruhigen lassen, dass das Geld, was der Bund hier einzigartig von der Größenordnung her einsetzt, auch gut angelegtes Geld ist, weil es allen dient und damit also auch weitere Kompromissfindungen in unserer Gesellschaft auch in Zukunft ermöglichen hilft. Denn es geht darum, dass wir, wenn wir solche Ziele angehen, nicht nur besondere Regionen letztendlich diejenigen sind, die den Ertrag zu erbringen haben, sondern dass die Gesamtgesellschaft steht, je nach Zuständigkeit und regionaler Lage. Wir haben verstanden, gemeinsam dieses Thema aufzugreifen und diesen Weg zu gehen. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich heute diesen Tag mit diesem Start erleben kann. Herzlichen Dank und alles Gute. So, nochmal vielen Dank an den Ministerpräsidenten für seine sehr herzlichen Grußworte und wir werden unser Bestes geben, die in uns gelegten Hoffnungen hier auch über die nächsten Jahre erfüllen zu können und vor allem auch inspirierend tätig zu sein. Jetzt ist es die Gelegenheit, uns kurz als Institut in dieser Gründungsphase vorzustellen. Wir sind im Wesentlichen die drei Personen, die hier stehen. Wir stellen uns gleich alle einzeln vor, plus unsere ersten beiden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das eine ist Mareike Pampus, die haben Sie eben schon kennengelernt. Matthias Diem sitzt da hinten, ist mit dabei. Und wir haben auch eine studentische Hilfskraft, Felix Kolb, der bereits auch schon mitarbeitet. So versuchen wir, alle Generationen, hier sitzt er, mit einzubinden. Mein Name ist Jonathan Ewerts. Ich bin Professor für Geografie hier an der MLU. Spezieller für Humangeografie, also für den sozialwissenschaftlichen Teil zuständig. Und wir führen Sie jetzt durch, in einem Kurzdurchlauf mal durch die Idee des Institutes in drei Folien durch. Lebens- und Gesellschaftsbereichen, das nennen wir im Moment Strukturwandelpartnerschaften. Einige haben wir bereits angefangen. Wir möchten ein europäisches Netzwerk aufbauen, das sich im Prinzip an den Just Transition Regions orientiert. Da gibt es bereits ein Netzwerk auf der Praxisebene, auf der wissenschaftlichen Ebene fehlt das noch. Das würden wir gerne hier mit hinzufügen, da sind wir auch dabei. Wir möchten viertens ein digitales Dokumentationszentrum Strukturwandel entwickeln. Da sind wir auch schon in der Konzeptionsphase sehr weit. Das soll zwei Teile haben. Einmal ein Open Data Strukturwandelportal, wo sich die gesamte Bevölkerung über alle Prozesse, die laufen, informieren kann und gleichzeitig für die Forschung ein Teil, der eben mit sensiblen Daten gefüllt ist, wo sich für Forschungszwecke Menschen extra für anmelden können. Und letztendlich, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt in dieser Phase, müssen wir versuchen, eben das große Vollinstitut, das wir werden wollen, zu simulieren, um eben auch zu sehen, was geht, was nicht geht, was unsere Möglichkeiten sind und was wir auch erreichen können, woran wir wachsen können. Das Ganze ist natürlich auch mit Inhalten gefüllt und diese Inhalte stellt Ihnen jetzt meine Kollegin Asta von der Rau vor. Ja, guten Tag, vielen Dank für die inspirierenden Grußworte. Mein Name ist Asta von der Rau, ich bin Professorin für Ethnologie. Und ich skizziere jetzt kurz die inhaltliche Ausrichtung unseres Instituts. Wie Sie sehen, wir sind thematisch um so drei Forschungsschwerpunkte herumgebaut. Diese Schwerpunkte sind aber keine rigide Struktur, sondern sie sind offen für Weiterentwicklungen und für Austausch. Der erste Schwerpunkt, Energie- und Ressourcenkulturen, arbeitet an der Schnittstelle von Sozialkultur und Geisteswissenschaften und trägt der Tatsache Rechnung, dass
Strukturwandel ja nicht nur eine ökonomische Transformation darstellt, sondern auch nicht weniger als grundlegende Umgestaltung unserer modernen Gesellschaften bedeutet und auch viele nicht nur geopolitische und ökonomische, sondern auch soziale und kulturelle Prozesse umfasst. Daher stellt dieser Schwerpunkt unter anderem Fragen, wie können wir so einen Übergang gestalten, auch im Hinblick auch auf mögliche neue Formen des Zusammenlebens, des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Zugehörigkeit. Der zweite Schwerpunkt wäre der postfossile Demokratien. Er arbeitet an der Schnittstelle von Sozial- und Rechtswissenschaften und beschäftigt sich mit Fragen der Ressourcen- und der Energiegerechtigkeit unter anderem und fragt beispielsweise, wie verändert Strukturwandel unsere traditionellen politischen Systeme, welche Regulierungsbedarfe entstehen, wie kann ein Übergang wie Strukturwandel gestaltet werden, sodass für alle Menschen in den Regionen im Wandel auch eine Teilhabechance eingeräumt werden kann. Und schließlich dritter Schwerpunkt, Naturgesellschaften arbeitet an der Schnittstelle von Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften und beschäftigt sich mit Fragen der Biodiversität, der Nachhaltigkeit, der Ökologie in Bergfolgelandschaften und fragt, welche Herausforderungen, welche vor allem ökologische Herausforderungen im Strukturwandel entstehen. Wie Sie sehen, der sozial-, kultur-, geisteswissenschaftliche Schwerpunkt und der Schwerpunkt auf qualitative, theoriegeleitete Forschung bringt unser Anliegen zum Ausdruck, dass wir unser Forschungsvorhaben nah an den Menschen, an den Zeiten und an den Orten des Strukturwandels ansiedeln wollen. Darüber hinaus geht es uns darum, um eine Verbindung von einer Vielfalt von qualitativen und quantitativen Methoden, Ansätzen und um die Entwicklung von neuen, transformativen, kollaborativen und partizipativen Forschungsansätzen und Forschungsdesigns. Und schließlich wollen wir auch die wissenschaftlichen Kompetenzen nicht nur hier vor Ort an dieser Universität, sondern auch im nationalen und internationalen Kontext bündeln und forschen aus dieser Region heraus, aber auch in anderen Regionen der Welt, die auch in Zusammenhang mit globalen und nationalen Prozessen und lokalen Besonderheiten. Dankeschön. Ich bin Azar Ali. Ich habe hier eine Juniorprofessur für internationales Recht und internationales Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung inne. Und insbesondere fokussiere ich mich auf den Transformationsprozessen in der Rechtswissenschaft, aber auch in der Praxis. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf den Ländern, der postsozialistischen Ländern, aber auch einschließlich der DDR. Und hier können wir ganz klar merken, dass jede Transformation auch eine rechtliche Transformation ist. Es gibt immer eine rechtliche Dimension, die leider aber in der Vergangenheit zu oft separiert wurde und nicht mit den anderen Geisteswissenschaften sozusagen transdisziplinär funktioniert hat. Und die Folgen dieser Fehler können wir in der Region wirklich von Berlin bis nach Hanoi bis heute merken. Die wirken sich noch 30 Jahre sozusagen nach. Jetzt, was wir heute in der Welt erleben, es ist eine ständige Transformation mittlerweile zum Zuge gekommen. Also Stichwort Digitalisierung. Es geht jetzt nicht mehr sozusagen um Strukturen. Die Strukturen sind nicht mehr fest. Die sind die ganze Zeit im Wandel. Und ich sehe das auch als eine der Aufgaben dieses Instituts, auch ein Vertrauen in dieses Wandelprozesse zu entwickeln, dass man weiß, es ist nicht nur die Strukturen sozusagen vertrauenswürdig sind, die sind ja in Deutschland sehr gut ausgebaut und international genauso rezipiert werden, sondern auch die Prozesse vorhersehbar, klar und auch gesellschaftlich tragbar gestaltet werden.
Und in diesem Zusammenhang muss ich auch jetzt auf den Vortrag von Herrn Ministerpräsident zurückkommen, der sagte, wir sind gleich am Anfang des Weges. Und das stimmt ja. Dieser Kohleausstieg hier in Ostdeutschland, in Europa ist nur der Anfang des Weges der Dekarbonisierung der Wirtschaft. Und der richtige Strukturwandel steht noch aus. Das hat der UNCTAD, also eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, hat in seinem Bericht geschrieben, dass die nächsten 30 Jahre werden unter diesem Zeichen stehen, des Strukturwandels. Und deswegen ist das unser ganz besonderes Anliegen, dass wir auch international sehr gut vernetzt sind. Also in der ersten Phase jetzt bauen wir unsere Strategie darauf, dass wir die, wie schon Jonathan Ewerts erwähnt hat, dass wir die Kontakte mit den anderen Strukturwandelregionen Europas aufbauen, aber auch, dass wir dann in der Zukunft mit den Ländern, die mit Ölförderung zum Beispiel sehr eng verbunden sind, auch da rein sozusagen Kontakte knüpfen, weil langfristig, was wir jetzt heute hier machen, das ist ein Beispiel, das ist ein Vorbild für die ganze Welt sein könnte. Und dafür werden wir alles jetzt, glaube ich, machen, dass das genauso kommt. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt ist es mir eine große Freude, Herrn Matthias Lux als nächstes aufs Podium hier zu bitten. Er ist heute hier in seiner Funktion als Vorsitzender des Fördervereins Pro Halle e.V. Wir verdanken Ihnen viel. Bitte. Hatte sich gerade, wie Sie sehen konnten, in seine Maske verheddert. Ich bitte um Nachsicht. Sehr geehrter Herr Rektor Tietje, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Bürgermeister Geier, sehr geehrte Frau Schnitzer, Ungefug fürs Kuratorium der Martin-Luther-Universität. Wir haben uns sehr gefreut über die Einladung. Wir heißt jetzt Herr Klaus Papenburg, auch im Vorstand von Pro Halle, und Herr Sascha Gläser, ebenfalls im Vorstand von Pro Halle, und wollen das zurückzahlen durch ein kurzes Grußwort. Als die Martin-Luther-Universität das erste Mal im Mitgliederkreis von Pro Halle diese Idee vorgestellt hat, Herr Ewerts war dabei, gab es eine ganze Reihe von Fragezeichen. Diese Fragezeichen manifestierten sich auf den ersten Blick merkwürdigerweise nicht in Fragen in der Sitzung, aber dann anschließend bei dem, man nennt das neudeutschen Netzwerken, es gab eine Bratwurst, wurden diese Fragen gestellt. Und sie richteten sich auch gar nicht so sehr auf das Institut vorrangig, sondern auf diesen Begriff oder diese beiden Begriffe, postfossile Zukünfte. Ich habe auch nachgeguckt, und nachgeguckt habe ich, ob Zukunft einen Plural hat oder ob man das Wort nur im Singular kennt. Weil wenn Sie sich selber mal fragen, wie wir sprechen miteinander, ne, dann reden wir mit Zukunft fast immer im Singular. Wir sagen, wir wollen die Zukunft gestalten. Wir sagen, wir wollen gemeinsam über die Zukunft sprechen. Wir sagen, wir wollen in der Zukunft wieder Fußball-Weltmeister werden oder irgendwas Ähnliches. Wir reden im Singular. Natürlich hat das Wort ein Plural. Und wenn man das in irgendwie eine Bildsprache übersetzen wollte, ich hatte als Kind eine Modelleisenbahn, dann ist das ja so ungefähr der Unterschied, als hätte ich einen Zug, der auf einem Gleis geradeaus fährt und das irgendwie schicksalhaft hat. Der fährt auf irgendein Ziel zu, auf irgendeine Zukunft. Oder ich stehe an einem Bedienpult für einen ganzen Haufen von Weichen, die nebeneinander, voreinander und hintereinander sind. Und jetzt kann ich mir überlegen, welches Ziel oder welche Zukunft ich denn eigentlich anpeile. Warum ist das wichtig? Und jetzt erlauben Sie mir für einen Moment einen Rollenwechsel. Im Hauptamt bin ich Geschäftsführer der hiesigen Stadtwerke. Postfossilität hat für uns in dem Markt oder in dem Sektor Strom ja an sich schon lange begonnen. Ich weiß nicht, ob Sie die Zahl kennen. Im Strommix der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2020 war der Anteil der regenerativen Energien bei 44%. Das ist fast die Hälfte. Und im nächsten Jahr, 2022, nehmen wir, ich sage das wir, ist natürlich jetzt nicht die Stadtwerke Halle, sondern es ist die Energiebranche, wenn Sie so wollen, das letzte Atomkraftwerk in diesem Land außer Betrieb und haben damit nach, wie auch immer Sie jetzt zählen, 10, 11 oder 12 Jahren, nach Fukushima, das war ja der Anknüpfungspunkt für die politischen Entscheidungen, die danach kamen, etwas erreicht, was unglaublich eigentlich ist. Ne? Also ich hätte es nicht geglaubt, dass man nach 10, 12 Jahren dieses Ziel erreicht. Und jetzt darf ich den Werbeblock für die Stadtwerke noch dranhängen.
In unserem Standardprodukt Heil-Plus-Strom sind 63,8% regenerative Energien enthalten. Ich rede jetzt nicht von dem Ökostrom, sondern von dem, wenn Sie so wollen, von dem Convenience-Produkt, von dem Jedermann-Strom. Wir brauchen also, das erlauben Sie mir, und das hat nichts mit anwesenden Politikern zu tun, nicht das, was sich jetzt in dem Vorwahlkampf vielleicht so ein bisschen manifestiert, nämlich das Rufen nach der Energiewende, die möge jetzt endlich mal beginnen. Die hat nämlich schon lange jedenfalls auf dem Sektor Strom begonnen und die ist mittendrin. Und deswegen ist dieses Zukünfte so ein passendes Wort, weil Sie kennen den Herrn nicht persönlich, aber Sie kennen bestimmt das, was er beschrieben hat, nämlich dieses Pareto-Prinzip. Vilfredo Pareto, ein italienischer Ökonom aus dem vorletzten Jahrhundert, glaube ich, der hat diese 80-20-Regel beschrieben. Er hat gesagt, 80% eines Zieles erreichst du mit 20% des Gesamtaufwandes, aber die letzten 20%, die du erreichen willst, dafür musst du 80% des Gesamtaufwandes sozusagen betreiben, wenn Sie so wollen. Übersetzt in diese Welt der Energiewirtschaft heißt das, wir müssen jetzt anfangen, diese Zukünfte nicht mehr schicksalhaft zu sehen, sondern wir müssen uns fragen, welche wollen wir denn und wie ist der Restweg, wenn wir jetzt schon bei 40% angekommen sind, wird der Rest nämlich vielleicht sehr teuer, aber jedenfalls sehr aufwendig. Und insofern glaube ich, dass dieses Institut perfekt in diese Welt passt. Bin mir da mit Herrn Papenburg und Herrn Gläser, glaube ich, auch sehr einig. Sie müssen jetzt nicht den Strommarkt neu erfinden, das verlangt keiner, ja. Aber das ist ja tatsächlich so, wie Sie es beschrieben haben, nur einer der Sektoren, über die wir tatsächlich reden. Ich wünsche Ihnen jedenfalls dafür viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Lux, und auch nochmal vielen Dank, dass Sie nochmal den Titel aufgegriffen haben unserer heutigen Veranstaltung, Postfossile Zukünfte, Zusammenhalt und Wandel. Damit wollen wir uns jetzt in der nächsten guten Stunde beschäftigen und hören dazu verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft und gesellschaftspolitische Perspektiven. Und ich freue mich, als ersten Redner begrüßen zu dürfen Herrn Marco Wanderwitz. Er ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und gleichzeitig auch als Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer vertritt er bei allen Entscheidungen der Bundesregierung die spezifischen Interessen der Bevölkerung Ostdeutschlands. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Herr Wanderwitz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Tietje, sehr geehrter Herr Rektor, lieber Rainer Haseloff, ich weiß nicht, ob du noch bei uns bist, ansonsten hoffe ich, dass dir meine Grüße hinterbracht werden, mit Aufgaben hast du mich ja schon versehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister Geier, sehr geehrter Herr Lux, ich freue mich sehr, hier heute bei Ihnen sein zu können. Ich habe vorhin darüber nachgedacht auf dem Weg, wann ich das letzte Mal eine Universität von innen gesehen habe. Zwischenzeitlich ist mir eingefallen, dass es in der TU Chemnitz doch relativ häufig vorkommt, weil es da mal Veranstaltungen gibt, die sind aber meistens nicht in solchen schönen Sälen wie diesem hier. Umso schöner ist es, heute bei Ihnen zu sein. Und diese Gründungszeremonie dieses tollen Instituts mit einem kleinen Vortrag bereichern zu können. Das Institut, wir haben es inzwischen schon gehört, wird sich mit Strukturwandel und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Einerseits abstrakte Konzepte und auf der anderen Seite sind ihre Auswirkungen oftmals mit bloßem Auge erkennbar. Der Strukturwandel lässt sich manchmal sogar vom Weltall aus beobachten und zwar auch direkt vor den Toren dieser Stadt. Wer Satellitenbilder des Tagebaus Amsdorf betrachtet, dem präsentiert sich zunächst eine braune, rundliche Wüste, will ich sagen. Diese wird flankiert von einer silbrig strahlenden Fläche, den Amsdorfer Solarkraftwerken. Dazu gesellt sich dann eine Kolonne brauner Blöcke, die Biogasanlage Röblingen. Und dahinter ist die Landschaft von Stacheln übersät. Bei genauem Hinsehen entpuppen sich diese als Windkrafträder. Der Betrachter aus dem Weltall könnte also den Eindruck gewinnen, dass es sich hierbei um eine historische Schlachtaufstellung, beispielsweise aus den Befreiungskriegen vor 200 Jahren, handeln könnte. Mit dem Unterschied, dass sich diesmal Technologien statt Soldaten im Felde gegenüberstehen. Und ich möchte behaupten, der Strukturwandel steht den sogenannten Befreiungskriegen in seiner historischen Bedeutung in nichts nach. Ob Digitalisierung, Mobilität oder Energiewende, Strukturwandel ist immer ein historischer Prozess der Umwälzung, der ja alle Bereiche
der Gesellschaft umfasst. Und deswegen diskutieren wir ihn auch so intensiv und deswegen auch dieses Institut zu seiner Begleitung. Diese Prozesse gehen mal mehr, mal weniger geräuschvoll oder geräuschlos vonstatten. Er ist für die einen spürbarer als für die anderen. Und am prominentesten tritt so ein Strukturwandel sicherlich in der Wissenschaft zutage. Das angestrebte deutsche Klimaziel, wir haben ja gerade schon gehört, wie weit wir sind auf dem Weg, 44% erneuerbare Energien, so lange ist es nicht mehr, bis wir bei 100 sein wollen. Das stellt vor allen Dingen die deutsche Industrie und die deutsche Industrielandschaft vor eine Herkulesaufgabe. Andere gesellschaftliche Bereiche bleiben davon aber nicht unberührt. Bevor ich im Bundeswirtschaftsministerium Staatssekretär geworden bin, vor einem guten Jahr war ich im Bundesinnenministerium für den Bau beispielsweise zuständig. Also Mobilität, Wohnen, Infrastruktur, aber auch solche Themen wie Kultur und nicht zuletzt auch die Natur stehen vor nicht weniger als einem Gezeitenwechsel, vor allen Dingen auch hier im mitteldeutschen Revier, aber genauso natürlich in der Lausitz und im rheinischen Revier. Die zentralen Fragen, die sich eine Gesellschaft stellt in einem solchen Moment, ist, wie kann dieser Strukturwandel gelingen? Wie können wir ihn gestalten, damit er gelingt? Der aktuelle Strukturwandel ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern er ist menschgemacht, er ist politikgemacht. Wir haben uns entschieden, den Übergang in ein neues Energiesystem als Folge der Klimapolitik zu wollen. Über kurz oder lang wäre das Ganze übrigens sowieso unvermeidbar gewesen, denn alte Ressourcen gehen zur Neige, neue Technologien entwickeln sich, gesellschaftliche Vorstellungen und Präferenzen ändern sich. Die Wirtschaftsgeschichte ist im Grunde nichts anderes als die Geschichte eines dauernden Strukturwandels, von vielen dauernden Strukturwandels. Hier haben Sie auf diesen schönen Verkleidungen stehen, wie lange die Universität hier in Halle schon zu Wissensgewinnung beiträgt. Und wenn man sich allein die jüngere Geschichte unserer Region, unserer Heimat anschaut, dann kann man viele solcher Strukturwandel sehen. Nur ein paar Minuten Gehweg vom Löwengebäude entfernt kann man allerdings ein weiteres eindrucksvolles Beispiel dafür finden, nämlich die alten hallischen Salinen. Über Jahrhunderte waren sie das Fundament der Wirtschaft und Garant des Wohlstands dieser Stadt und damit auch eine Wurzel der Identität. Nun sind die Siedepfannen, in denen einst die Sohle brodelte, aber nur noch Museumsstücke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Technik der Braunkohleverstromung wird eines Tages nur noch im Museum anzutreffen sein, so wie in meiner erzgebirgischen Heimat die Steinkohle seit 1971 nicht mehr gefördert und verarbeitet wird. Doch der Weg dahin ist noch ein steiniger Weg. Die Energiewende trifft wenige Regionen so sehr wie die deutschen Braunkohlenreviere. Sie rüttelt am Fundament der Wirtschaft, ihrem Garant für Wohlstand und auch an der Identität der Region. In den vom Strukturwandel betroffenen Regionen steht somit die ganze Gesellschaft vor ökonomischen, ökologischen und auch sozialen Herausforderungen und auch die Natur ist von den Veränderungen gekennzeichnet. Für die Menschen, die betroffen sind, bedeutet Strukturwandel Umwälzung ihrer Arbeitsverhältnisse, Umbrüche in der Sozialstruktur, Traditionen und auch ein Stück weit in der persönlichen Geschichtsschreibung. Strukturwandel ist damit daher oft mit Ängsten verbunden. Die 1990er Jahre und die frühen 2000er stecken vielen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern noch in den Knochen. Jetzt haben wir uns vorgenommen, dass dieser Strukturwandel in der Braunkohle besser gelingt als die seinerzeitigen vielen Strukturwandel, die bei diesem Übergang einer sozialistischen Planwirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft vor sich gingen. Vertraute Strukturen lösen sich auf, die Zukunft scheint ein Stück weit ungewiss und in dieser Situation ist es menschlich, sich nach Sicherheiten zu sehnen. Das verleitet einen dazu, an alten Strukturen eher länger festhalten zu wollen, als aktiv ihre Veränderung anzustreben. Die Möglichkeiten, den Strukturwandel aufhalten zu können, erscheinen in einer solchen Situation menschlich nachvollziehbar frohlockend. Widerstand bildet sich. Er verspricht nicht nur die Bewahrung beispielsweise der eigenen Arbeitsstelle, sondern auch den Erhalt gewohnter Lebensweisen. Doch diese Versprechen birgen
Gefahren sind trügerisch, denn selbst wenn das erreicht werden kann, dass einige Strukturen zunächst von solchen Wandeln verschont bleiben, geht der große Kampf am Ende doch zumeist verloren. Wer sich lange an der Vergangenheit festklammert, verpasst im schlimmsten Fall vor allen Dingen die Zukunftschancen rechtzeitig zu heben. Und deswegen die klare Botschaft, Strukturwandel kann bewältigt werden, kann von Erfolg gekrönt sein. Allerdings gibt es dafür eben kein Patentrezept, sondern jeder Strukturwandel bringt eigene Schwierigkeiten und verlangt nach maßgeschneiderten Ansätzen. Und deswegen ist beispielsweise eine wissenschaftliche Begleitung der Entscheidungen auch so wichtig, denn man kann Entscheidungen ja auch nachjustieren, wenn man sieht, dass die eine oder die andere eben nachjustiert werden muss. In erster Linie ist es aber eben notwendig, sich der Zukunft zuzuwenden und Veränderungen zuzulassen, sie im positiven Sinne anzustreben. Wenn das geschieht, Strukturwandel als Chance erkannt wird, als Chance zur Gestaltung der Zukunft, für Investitionen und zur Innovation, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn dann noch neben dem Willen die Mittel vorhanden sind, dann kann Strukturwandel gelenkt werden. Und dieses Mittel zur Verfügung haben, hat ja erfreulicherweise dieses Mal in einer Art und Weise funktioniert, die ich mir hätte persönlich nicht vorstellen können, als wir am Beginn dieses Weges waren. Und es gab den einen oder anderen Moment, wo die Freunde beispielsweise aus dem Bayerischen, aus dem Baden-Württembergischen oder aus dem Niedersächsischen auch nochmal sehr intensiv gefragt haben, ob das denn alles sein müsse. Und umso mehr freue ich mich, dass wir es dann geschafft haben, als neue Bundesländer im Geleitzug mit Nordrhein-Westfalen das auch durchzusetzen. Alle Beteiligten müssen nun gut zusammenarbeiten, Staat, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und natürlich die Menschen und Initiativen, die von den Menschen getragen werden. Deswegen ist es natürlich auch so wichtig, dass wir zivilgesellschaftliches, bürgerschaftliches Engagement in all diesen Prozessen haben. Und wir müssen dieses Engagement auch mitnehmen und auch in die Entscheidungsprozesse proaktiv einbinden. Bund und Länder haben miteinander vereinbart, in den nächsten 17 Jahren mit rund 40 Milliarden Euro diesen Strukturwandel zu gestalten. Eine langfristige Wirtschaftstransformation. Infrastruktur wird geschaffen, Bundeseinrichtungen werden angesiedelt, beispielsweise das nun nicht im Mitteldeutschen Revier, sondern im Lausitzer Revier, unsere nachgeordnete Behörde, das BAFA in Weißwasser, einer Region, die deutlich peripherer noch einmal ist als das Mitteldeutsche Revier. Aber auch für das Mitteldeutsche Revier ist dieses Ansiedeln von Bundeseinrichtungen ein wichtiger Punkt. Investitionen werden gefördert, neue Forschungszentren entstehen vor allen Dingen als Keime für lebendige Innovationssysteme in den Regionen. Modell- und Laborregionen sollen entstehen, in denen die Wertschöpfung der Zukunft praktisch erprobt werden soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Wille, die Mittel und die Instrumente stehen also bereit. Was es nun braucht, sind innovative Impulse aus den Regionen, Experimentierfreudigkeit und Wagnisbereitschaft. Mit einer gelungenen Transformation können die vom Strukturwandel betroffenen Regionen zu einem internationalen Vorbild werden und zeigen, dass eine erfolgreiche Industrietransformation möglich ist. Wir glauben daran. Eine solche Signalwirkung kann auch einen Multiplikatoreneffekt für den Klimaschutz entwickeln und man kann dann vorn dabei sein und auch aus dem geschafften Strukturwandel noch langfristig, wie man so schön sagt, Honig saugen. Das Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit, was heute hier förmlich aus der Taufe gehoben wird, soll zu alledem einen wichtigen, einen mitentscheidenden Beitrag leisten. Es befindet sich in einer besonderen Lage. Einerseits stellt das Institut gewissermaßen bereits einen kleinen Teil des stattfindenden Strukturwandels dar. Die Gründung ist eine Bereicherung des regionalen Wissenschaftsstandorts Halle-Leipzig und somit auch ein weiterer Schritt in Richtung Wissensgesellschaft. Das ist eine willkommene Entwicklung in Zeiten, in denen an deutschen Universitäten, wir als Bundespolitik sind ja da weitgehend außen vor, oftmals über Profilschärfung und Haushaltskonsolidierung diskutiert wird und nicht darüber, einen neuen Schritt zu gehen. Umso schöner ist es, dass auch das mit dem Strukturwandel hier gelingt. Andererseits soll sich eben das Institut mit dem Strukturwandel befassen. Mit allen seinen Facetten. Es soll aber auch die beteiligten Akteure beraten und basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen helfen, den Strukturwandel
zu gestalten, gewinnend zu gestalten. Fokus zunächst auf regionalen Entwicklungen. Da ist der Standort Halle natürlich so naheliegend wie ideal. Praktisch im Zentrum des mitteldeutschen Braunkohlenreviers, überblickt von Helmstedt bis nach Altenburg. Aber dieser regionale Fokus soll keinesfalls heißen, dass der Forschungshorizont nur bis zum Tagebau Amsdorf reicht. Denn langfristig, ich habe es schon gesagt, werden die hier gewonnenen Erkenntnisse zweifellos von internationaler Relevanz sein können. Von einem traditionsreichen Wissenschaftsstandort wie Halle sollten wir auch keine geringeren Ambitionen erwarten. Die Latte liegt also hoch und wir werden alle gemeinsam regelmäßig dahinter sein, dass sie auch deutlich oberhalb der Latte einkommen. Einer der ältesten deutschen Universitätsstandorte. Seit Jahrhunderten gehen von hier geistige Impulse aus, die weltweiten Einfluss haben. Gleichzeitig befindet sich das Institut aber auch in einer Stadt, die so schön der Universitätsvorplatz ist. Wir haben ihn gerade besichtigt und gesprochen, was da auch gerade so für Herausforderungen damit verbunden sind, Herr Rektor. Gleichzeitig befindet sich das Institut in einer Stadt, die Erfahrungen mit einem erheblichen Strukturwandel hat, so wie meine Geburtsstadt Chemnitz beispielsweise auch. Die Geschichte von Halle, ich habe es schon angesprochen, ist untrennbar mit der Salzproduktion verbunden seit der Bronzezeit. Als die Industrialisierung in Mitteldeutschland Einzug hielt, wurden die sich bietenden Chancen genutzt. Die erste Dampfmaschine in Halle kam 1831 in der Sohlegewinnung zum Einsatz, sozusagen eine Verbindung von Tradition und Moderne. Aber die Industrialisierung bewahrte die Saline nicht vor dem Niedergang. 1964, auch schon eine ganze Weile her, wurde die Salzproduktion eingestellt. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt Halle schon längst nicht mehr auf das Salz angewiesen. Denn mit der Industrialisierung war Halle ein Jahrhundert zuvor zu einer prosperierenden Industriemetropole geworden. Aus dieser kurz beschriebenen Entwicklung lassen sich Lehren ziehen und Hoffnungen schöpfen, meine ich. Die Aufgabe eines zentralen Industriezweigs macht die Situation einer Region nicht aussichtslos. Neue Chancen können genutzt werden, die alte Identität kann bewahrt und vor allen Dingen weiterentwickelt werden. Jetzt steht die Region vor einem ähnlichen Umbruch und auch heute fehlt es nicht an Anknüpfungspunkten. Es gibt Stärken in Industrien wie Maschinenbau oder der chemischen Industrie, die schon lange Wurzeln in der Region geschlagen haben. Gleichzeitig profitiert das neue Institut von der Nähe zu anderen Einrichtungen mit vielfältigen Gelegenheiten für Synergien. Beispielsweise das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung oder das Zentrum für interdisziplinäre Regionalstudien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Entfesselung der fossilen Energien hat die Industrialisierung eingeläutet und ermöglicht und damit eine der größten Umwälzungen in der jüngeren Geschichte der Menschheit. Der Abschied, jedenfalls in Deutschland und Europa und ich glaube auch in der Welt werden wir so weit kommen, der Abschied von dieser Energiequelle ist daher historisch nicht zu unterschätzen und birgt das Potenzial, die Gesellschaft zu verändern. Der von vornherein interdisziplinäre Ansatz des neuen Instituts ist daher ideal, um den Strukturwandel in seiner ganzen Komplexität erfassen zu können. Dieser Umstand sendet genau das richtige Signal, wie man am besten Strukturwandel begegnet, nämlich aus vielen Perspektiven, mit vielen Instrumenten, mit vielfältigen Fragestellungen, die über den eigenen Tellerrand hinausgehen. Und somit freue ich mich auf spannende Einsichten und nachhaltige Impulse von diesem neuen Institut. Wünsche allen Beteiligten, das Gründungsteam haben wir ja gesehen, aber ich glaube auch, dass die ganze Universität hier mit Feuer und Flamme dahinter steht, dass der Rektor einen schon entgegenkommt, wenn man sich als Gast ansagt, das will ja was heißen. Vielen Dank nochmal für die freundliche Begrüßung. Das wird uns alles nachhaltige Impulse geben. Nun Ihnen allen viel Erfolg und wir sind ja im mitteldeutschen Revier und ich bin Erzgebirger und deswegen Ihnen allen ein herzliches Glück auf. Herr
herzlichen Dank, Herr Wanderwitz, für diese Einblicke und vor allen Dingen natürlich auch für die freundlichen und sehr motivierenden Worte bezüglich unseres Instituts. Wir wissen, wir stehen vor vielen Herausforderungen, aber wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch, dass wir heute auch zwei VertreterInnen von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg haben. Als erstes möchten wir jetzt begrüßen Herrn Kluth. Er ist Professor für öffentliches Recht an der MLU und ehemaliger Richter am Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt. Magnifizenz, Herr Staatssekretär Wanderwitz, Herr Bürgermeister Geier, sehr geehrter Herr Lux, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was kann ein Jurist zu dieser komplexen Thematik und der damit verbundenen Herausforderung sagen? Er schaut in das Grundgesetz und findet dort mit Artikel 20a eine sehr knapp formulierte, aber in ihrer inhaltlichen Reichweite bedeutsame Aussage. Wir sollen bei unserem Handeln die Auswirkungen auf künftige Generationen in den Blick nehmen. Das ist der Zusammenhang, der den Klimawandel uns erklärt. Herr Wanderwitz hat es gesagt, die Folgen der Industrialisierung, der Zeitalter fossiler Energie wird uns heute in seinen vielfältigen Wirkungen und Nebenwirkungen deutlich und wir reagieren darauf, indem wir einen Wandel versuchen, um das, was durch die Industrialisierung und das Leben im Rahmen einer fossilen Gesellschaft ausgelöst wurde, halbwegs wieder einzufangen. Was ist die Antwort der Verfassung? Sie sagt, der Gesetzgeber möchte das richten. Sie sagt, der Gesetzgeber soll reagieren, indem er einzelne Regelungen schafft, die die Bewältigung dieser Folgen ermöglichen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns vor einigen Wochen in seinem Beschluss zum Klimawandel das erneut deutlich gemacht. Und deswegen möchte ich heute schauen, welche drei Impulse von dieser allgemeinen Aufforderung aus der Verfassung, den künftigen Generationen einen lebenswerten und lebenswürdigen Lebensraum also anzubieten und auch für uns selber Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern, was damit verbunden sein kann. Ich habe drei Aspekte, die aus meiner Perspektive daraus für den anstehenden Prozess und auch für die Arbeit des Instituts abgeleitet werden können. Das erste ist die Herausforderung, einen Wandel zu gestalten, dessen konkrete Zielsetzung noch unklar ist. Das wurde ja von allen Beteiligten gesagt. Wir begeben uns auf einen Weg mit Eisenbahn oder mit Schienen und Weichen, so oder so, wo wir noch nicht genau wissen, was die passenden Lösungen sind. Und aus juristischer Perspektive ist es wichtig, wenn wir einen solchen Weg ins Ungewisse eben starten, wenn wir also einen Prozess komplexer Planung beginnen, dass wir uns über die Rahmenbedingungen vergewissern. Wer sind die zentralen Akteure? Soll es eher zentral oder dezentral vorgehen? Was sind die Leitlinien, die etwa der parlamentarische Gesetzgeber dafür auch bereitstellen muss? Und wie wird, auch das wurde schon angesprochen, sichergestellt, dass wir flexibel reagieren können, dass wir nicht nur auf eine Idee setzen, sondern auch im Prozess in Formen der begleitenden Gesetzesfolgenabschätzung auch Korrekturen einbringen können. Wenn wir die Erfahrungen und Konzepte in der Rechtswissenschaft zu diesem Thema in den Blick nehmen, dann kommen aus meiner Sicht zwei, drei wichtige Botschaften zum Ausdruck. Die erste Erfahrung haben wir bereits gemacht im Jahr 2019, als wir in unserem Institut für innovative kommunale Daseinsvorsorge Vertreter von Kommunen aus Transformationsregionen in Deutschland eingeladen haben. Wir haben also aus dem Ruhrgebiet, aber auch aus Bayern, wo die Porzellanindustrie niederging, und aus anderen Regionen Vertreter eingeladen, um zu erfahren, wie reagiert man auf solche Prozesse. Und eine wichtige Botschaft unserer Tagung war, starke kommunale Einrichtungen, also starke kommunale Selbstverwaltung
ist ein wichtiger Beitrag, um Ideen zu sammeln und Ideen vor Ort zu entwickeln. Das ist also auch der Gedanke der Partizipation, der Entwicklung von Konzepten und Ideen vor Ort. Und das wäre auch aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, der ja schon angesprochen wurde, die Einbeziehung der Kommunen und auch die Einbeziehung sonstiger Institutionen der Selbstverwaltung. Wir haben die Universitäten, wir haben die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern und andere Akteure, dass ihre Kenntnisse, ihr Wissen, aber auch ihr Innovationspotenzial in den Prozess einbezogen wird. Ein weiterer Aspekt, der uns dort aufgefallen ist, ist die Einrichtung von Modellregionen, begleitet mit Experimentierklauseln. Unsere Kommunalgesetze, unser Hochschulgesetz und viele andere haben bereits solche Experimentierklauseln, die Abweichungen von bestehenden gesetzlichen Regelungen ermöglichen, um neue Modelle zu erproben. Da sind dann die beliebten Aufsichtsbehörden eingeschaltet, die das alles begleiten. Aber ich denke, das ist auch ein wichtiger Weg, den man mit einer größeren Breite und mit einem größeren Mut beschreiten könnte. Der zweite Aspekt ist die Frage, wie man nachhaltige Akteure in diesem Prozess fördert. Ich vertrete hier auch an unserer Universität ein altehrwürdiges Forschungsinstitut, das sich mit Genossenschaften beschäftigt. Und die Genossenschaft ist eine solche Form, die partizipativ und auch in der Form einer sehr starken Zweckbindung in der Lage ist, Energien zu bündeln und Prozesse zu steuern. Es gibt natürlich auch viele weitere Modelle, und besonders beachten sollte man in diesem Zusammenhang aus meiner Perspektive, dass wir auch vergleichend häufig die Erfahrung haben, dass moderne Formen der Investition so schnell kommen, wie sie gehen. Das heißt also, die eben betriebsübliche Kapitalgesellschaft hat den Nachteil, dass die Investoren gerne dorthin hüpfen, wo die aktuellen Rahmenbedingungen für größtmögliche Gewinne besonders groß sind. Und deswegen ist auch die Verknüpfung von Fördermaßnahmen und Entwicklungsprojekten mit den Regionen, um deren Wandel es geht, aus meiner Sicht ein Thema, das besondere Aufmerksamkeit verdient. Ein dritter und letzter kurzer Punkt, der ein wichtiger Gegenstand rechtswissenschaftlicher Begleitforschung sein sollte und sein kann, ist ein Aspekt, der auf den ersten Blick nicht so leicht ins Auge fällt. Unsere Rechtsordnung ist nicht nur dort, wo es unmittelbar um Energie und Verkehr und anderes geht, sehr stark durch die fossile Lebenskultur geprägt, implizit geprägt, weil wir in ganz vielen Bereichen unserer Rechtsordnung diese Lebensform einfach mitgedacht und vorausgesetzt haben. Und deswegen wird es auch eine Herausforderung sein, in vielen anderen Rechtsgebieten, die vielleicht primär gar keinen direkten Bezug zur Thematik haben, einmal zu prüfen, inwiefern dort implizite Voraussetzungen zugrunde liegen, die letztendlich auch Wandel und Anpassung erschweren. Und auch das können wir im Rahmen einer rechtswissenschaftlichen Forschung zu diesem Projekt beitragen, in unserer Bereitschaft, die Rahmenbedingungen auch aus den verschiedenen Bereichen des Planungsrechts, des Verkehrsrechts, aber auch von Förderinstrumenten, die es bereits gibt, eben zu hinterfragen, welche Effekte und welche Leitbilder ihnen zugrunde liegen. Es ist ein sehr guter Ansatz in diesem Institut, dass die verschiedenen Bereiche wissenschaftlicher Aufmerksamkeit eng verknüpft werden. Und ich denke, dass das auch ein sehr guter Weg ist, um die Forschungslandschaft hier an unserer Universität weiter in Richtung Interdisziplinarität und Transdisziplinarität zu fördern und dabei insbesondere auch den Auftrag der Universität, ihr Wissen mit der Gesellschaft und damit auch der Wirtschaft und auch der Kultur zu teilen, ernst zu nehmen. Insofern ist es auch für uns als Universität eine Chance, weiter zusammenzufassen, die Kooperation innerhalb der Universität zu fördern. Und das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, immer wieder fruchtbar ist. In diesem Sinne wünsche ich den Kolleginnen und Kollegen des Instituts einen guten Start und freue mich auch auf die ein oder andere Form der Zusammenarbeit, die wir sicherlich in den kommenden Jahren realisieren können. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Kluth. Wir hatten nie einen Zweifel daran, dass Sie als Jurist wichtige und erhellende Perspektiven uns hier heute mitgeben können. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass wir als nächstes Frau Senge begrüßen dürfen. Sie ist Professorin für Wirtschafts- und Organisationssoziologie an der Martin-Luther-Universität und ihre Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem auch in der Nachhaltigkeitsforschung. Sie war auch für uns immer ein wichtiger Bestandteil schon in der Ideenfindung des Instituts, schon bevor es auf der Welt war sozusagen. Und deswegen freuen wir uns auch, Sie als potenzielles Mitglied unseres Beirats eben auch gewinnen zu können. Frau Senge, bitte. Ja. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident in Abwesenheit, Magnifizienz, sehr geehrter Staatssekretär, sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren und last but by no means least, sehr geehrte Studierende. Ich freue mich, den Start des Instituts für Strukturwandel und Nachhaltigkeit gemeinsam mit Ihnen zu begehen, denn das Institut ist von besonderer Wichtigkeit für die Region in den Bergbaufolgelandschaften, für die Stadt Halle und auch für die Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen-Brandenburg. Denn dass der Strukturwandel und der Kohleausstieg und ich wage eine Prognose, ich denke auch die Agrarwende, kommen werden, ist politisch gesetzt, da nur durch eine Transformation in der Energiegewinnung dem Klimawandel entgegengewirkt werden kann. Und dass dieses Institut den Wandel wissenschaftlich begleitet, ist in vielerlei Hinsicht notwendig. Die Gründung des Instituts ist zunächst für die wissenschaftliche Entwicklung wesentlich, denn wir wissen, dass Investitionen in das Humankapital der wichtigste Treiber langfristigen Wirtschaftswachstums sind und somit die Investitionen in die Produktion von Wissen für den Wirtschaftsstandort der Bergbaufolgelandschaften von positiver Wirkung sein wird und Innovation begünstigt werden. Zweitens zeigen industriesoziologische Arbeiten, dass die Innovationsstärke von Branchen wesentlich davon abhängt, inwiefern das Produktionswissen in den Produktentwicklungsprozess integriert werden kann. Denn nur wenn Innovations- und Wissenszentren dort angesiedelt sind, wo der Strukturwandel stattfindet, nur dann kann aus der räumlichen Nähe dieser Integrationsprozess gelingen. Deshalb ist die Gründung des Instituts zur Erforschung des Strukturwandels unter dem Gebot der Nachhaltigkeit hier in Halle ein wesentlicher und entscheidender Baustein. Und ich möchte jetzt aus der Perspektive der Soziologie einige der dringenden Fragen formulieren, die das Institut adressieren sollte. Und natürlich werde ich jetzt in der gebotenen Kürze nur einige wenige Aspekte aufweisen und zur systematischen Darstellung der für die Regionen und Gemeinden funktionalen Notwendigkeiten bemühe ich ein Modell eines bedeutenden US-amerikanischen Soziologen, Talcott Parsons, der nämlich aufzeigt, dass Gesellschaften und Gemeinden für ihr friedliches Fortbestehen nicht nur die überaus wichtigen ökonomischen Aufgaben bewerkstelligen müssen, sondern ebenso wesentlich ist der Erhalt des politischen Gemeinwesens und es braucht auch eine gewisse Kongruenz von im Alltag gelebter Werte und übergeordneter kultureller Vorstellungen. Und es war übrigens auch Parsons, der die biologische Umwelt, the environment, nicht einfach voraussetzte, sondern in seiner Soziologie thematisierte, warum er jetzt hier auch sehr passend ist. Also was folgt daraus? Es braucht meines Erachtens eine sozialwissenschaftliche Forschung, welche insbesondere die Muster von Innovationen in nachhaltige Technologien und Lebensweisen und ihre Pfadabhängigkeiten erforscht. Ebenso wie die sozialen Voraussetzungen und Konsequenzen, aber auch die Widersprüche
und die nicht intendierten Nebenfolgen des Strukturwandels und natürlich auch die nicht intendierten Nebenfolgen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Und zwar jeweils mit Blick auf ökonomische, politische und wertbezogene Relevanzsysteme. Dabei scheinen mir die folgenden Fragen von aktueller Bedeutung. Und Sie verzeihen mir in dieser doch festlichen Stunde ein paar ernste Töne. Es ist nun mal die Soziologie, die im Kern eine traurige Wissenschaft ist. Sie deutet auf Missstände, auf Probleme und sie spricht über Phänomene, wenn wir sie eigentlich schon vermissen. Vertrauen, Zusammenhalt, Biodiversität. Zu den Fragen, auf die man Antworten braucht, zähle ich erstens in ökonomischer Hinsicht, also die Frage nach den Investitionen in neue, zukunftsweisende und das heißt hier eben postfossile Technologien und Lebens- und Arbeitsweisen an den jeweiligen vom Strukturwandel betroffenen Orten. Die Frage, die sich stellt, lautet, wie können wir diese Investitionen in nachhaltige Technologien befördern? In ökologischer Hinsicht gelten der Energiemarkt, speziell der europäische Emissionshandel, sowie die Solar- und Windenergie und die Agrarwirtschaft als wichtige Klimaschutzinstrumente und Innovationstreiber. Von daher ist eine soziologische Nachhaltigkeitsforschung erforderlich, welche die Funktionsweisen und Strukturen der Energiemärkte und die Kohleaustrittsfolgen erforscht. Ganz wesentlich aber auch in politischer und sozialer Hinsicht stellt sich die Frage, wie der Wandel so gestaltet werden kann, dass die Menschen in den Regionen erfahren, dass ihr Schicksal den politischen Entscheidern wichtig ist. Wie können die Ängste, die Belange der Menschen aufgefangen werden, um Resignation und einen Rückzug ins Private und damit die Gefährdung des sozialen Zusammenhalts zu vermeiden? Welche Aktivitäten und Transfermechanismen sind erforderlich? Welche Infrastrukturen braucht es dafür? Und noch ein weiterer Punkt, darauf hat die US-amerikanische Soziologin Ali Hochschild in ihrer Untersuchung der US-amerikanischen Tea Party-Bewegung hingewiesen, berührt der Strukturwandel auch das, was wir soziale und natürliche Heimat nennen. Also die Personen, Ortschaften und Landschaften, in denen wir groß geworden sind, wo unsere Kinder aufgewachsen sind, Familienfeste stattgefunden haben, Personen, Orte und Landschaften, an denen man hängt. Und wenn wir verstehen wollen, welche gesellschaftliche Sprengkraft in dem Aufbrechen derartiger Bezüge und Verbundenheiten bestehen, dann braucht es ein umfassendes Verständnis der an der Politik beteiligten Emotionen. Was fühlen die Menschen? Was sollen sie fühlen? Oder was dürfen sie auch nicht fühlen? Besteht eine Diskrepanz zwischen dem, wie man mit Blick auf politische Entscheidungen empfindet und was wird gesellschaftlich als legitime Gefühle gefordert? Und dabei kommen Gefühlsregeln ins Spiel. Politisch Linke wie politisch Rechte. Die Rechte beispielsweise möchte sich von liberalen Vorstellungen, was sie empfinden sollte, befreien. Also zum Beispiel Freude über frisch verheiratete Homosexuelle, was von anderen politischen Richtungen erwartet wird. Die Linke und die Mitte sehen darin Vorurteile und negative Positionen. Und es ist meines Erachtens wichtig zu verstehen, was die gefühlsmäßigen Gebote und Verbote der jeweiligen Gruppen sind und wie übersetzen sich diese Gefühlsregelungen in Handlungen. Und damit komme ich zum Schluss. Mit der Gründung des Instituts für Strukturwandel und Nachhaltigkeit verleiht die Martin-Luther-Universität der gesellschaftlichen Bedeutung Ausdruck, die der Strukturwandel für die Region und die Gesellschaft hat. Die Universität trägt damit entscheidend dazu bei, den Strukturwandel zu verstehen und positiv zu gestalten. Und darüber freue ich mich sehr und freue mich auch auf die Arbeit mit dem Institut. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Senge, für diese wichtigen Fragestellungen, die uns wieder mal viel zum Nachdenken bieten. Unser nächster Redner ist auch Teil unseres potenziellen Beirats und ein wichtiger Ideengeber für uns. Er ist Direktor der Werkleitsgesellschaft und setzt sich seit einigen Jahren vor allem künstlerisch mit dem Thema Strukturwandel auseinander. Daniel Herrmann arbeitet in der Leitung von Kunstprojekten und Sommerschulen zur Landschaftskommunikation und er beobachtet insbesondere das Mansfelder Land und seine Bewohnerinnen. Und wir haben ihn besonders schätzen gelernt als Ideengeber mit seinem Praxisbezug und vor allen Dingen für seine Bodenhaftung. Vielen Dank. Ja, auch nochmal liebe Grüße hier in den Saal und an die, die irgendwo an den Monitoren sitzen und uns hoffentlich zuhören. Und vielen Dank für die liebe Einführung. Ich will nochmal mit meinen VorrednerInnen anfangen, weil das finde ich so ein bisschen schade. Wir haben jetzt die ganze Zeit so Gespräche eins nach dem anderen gehört und ich hatte immer Lust, gleich was dazu zu sagen. Spannend fand ich, was Frau Senge sagte über das Schicksal der Menschen, also in welchem wichtigen Vordergrund das eigentlich steht bei all diesen Transformationsprozessen. Aufgefallen ist mir, dass Frau Senge über Heimat gesprochen hat, auch Marco Wanderwitz hatte den Heimatbegriff nicht von jeher in seiner Rede. Und was ich auch total spannend finde, und vielleicht bin ich deswegen auch hier, ist die Frage nach dem Partizipativen, was Sie angesprochen haben. Also das ist natürlich etwas, was viele machen, wo viele beteiligt werden müssen bei Wandelprozessen. Und in Bezug auf das, was Herr Wanderwitz sagte, Salz als Rohstoff, was hier lange für Prosperität in der Saalestadt gesorgt hat, will ich einfach nochmal dafür werben. Wir haben in diesem Jahr das kulturelle Themenjahr Halle mit dem schönen Titel Halexa, Siede Salz. Damit ist die Verbindung zwischen Salz und Digitalen einfach durch diesen Imperativ schon gegeben. Auch da geht es um die Einbindung der Stadtgesellschaft zu diesem Wandel und dynamischen, prosperierenden Prozessen. Und das Ganze unter diesem Titel Herkunft trifft Zukunft. Und ich glaube, auch das ist irgendwo, was wir die ganze Zeit hören. Ne? Wo kommen wir her? Wo werden wir demnächst sein? Und ganz zum Schluss auch noch mal ein Vorredner, nämlich unser Ministerpräsident, Herr Haseloff. 30 Jahre Transformation Ostdeutschland, das hat er so sinngemäß gesagt, finde ich total spannend. Es gibt eine schöne Publikation, die heißt Labor Ostdeutschland und wir steigen gerade schon in die nächste Laboration ein, nämlich die des Energiewandels. Ich habe mich so ein bisschen vorbereitet und vielleicht kurz und knapp. Ich würde sagen, Werkleitz beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit Strukturwandel. Das machen die Themen schon deutlich. Von Real Work, damals ging es um die Veränderung des Arbeitsbegriffes, der Arbeitswirklichkeit. Das war irgendwann in den 90ern, eine Biennale. Dann kann man Property, nur um das zu erwähnen, Utopien vermeiden. Natürlich befragt das die Zukunft, aber auch unser aktuelles Festival Move 2. Wo es um die Frage geht, wie wollen wir in Zukunft leben? Move 2, Body Data Sphere, Ecosphere, Soziosphere, das sind die Fragen. Wir haben jetzt im Moment hier in der Ex-Stasi-Zentrale im Gembritzer Damm in Halle-Neustadt ein großes Festival, Move 2, mit einer großen, wichtigen internationalen Konferenz in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes und der Zeitstiftung, wo eben diese Frage gestellt wird, was bringt die digitale Zukunft? Und jetzt könnte man auch gleich wieder fragen, was hat denn jetzt digitale Zukunft mit ländlichem Raum, was mein Top-Thema ist zu tun? Und das ist das schöne Bindeglied, ich sage nur das Wort Milchkanne. Wie wollen wir in Zukunft leben? Das hat 1982 in seiner Vorrede schon Ralf-Peter Sieferle gefragt. Auch da stand oder war man mitten in einer großen Energiewende. Es ging
Und so formuliert er es. Vielleicht kurz noch zu Herrn Siefele, also seine Entgleisung oder nach Posthum-Publikationen sind mir durchaus vertraut. Aber dieses Buch, Der unterirdische Wald, Energiekrise und industrielle Revolution, ist, glaube ich, ein Standardwerk in Bezug auf das, worüber wir hier beginnen zu reden. Und er stellt in diesem Wandel stellt er die Frage, Atomstaat oder Kalorienstaat? Und ich muss da sofort an Veggie Day denken bei Kalorienstaat, aber ich muss auch an Emissionszahlen denken, also wie misst man sozusagen CO2, wie kann man mit Ausstößen handeln, also das wird dann halt einfach mal gezählt. Also, der unterirdische Wald finde ich eine super Publikation für das Thema und er stellt noch eine Frage und die finde ich auch sehr interessant. Er stellt die Frage, ob wenn es keinen fossilen Brennstoff gegeben hätte, ob wir dann keine industrielle Revolution, sondern eine gewerbliche Evolution hätten. Und ich finde das total spannend, weil er spricht von Agglomeration und wenn wir sozusagen aus der fossilen Energie aussteigen, dann sind wir raus aus der Agglomeration. Dann agieren wir dezentral. Und was passiert eigentlich dann? Insofern finde ich es auch wieder spannend im Sinne von Alexa Siede-Salz, Herkunft trifft Zukunft, um mal zu gucken, was wurde eigentlich 1982 darüber gedacht. Ich hatte es gesagt, Werkleitz ist eigentlich von Anbeginn Wandeln und Transformationsprozessen zugeneigt, beschäftigt sich damit. Es gab das Festival 2008 Amerika, das war das Jahr, in dem im Herbst Obama gewählt wurde. Seither hat sich viel gewandelt. Und es gab das Festival Angst hat große Augen, das war das Jahr, wo 2010 oder um dieses Jahr herum kam Orbán in Ungarn an die Macht. Wir haben dann dort auch nochmal Teile des Festivals vorgestellt. Natürlich ging es um Xenophobie, es ging um Angst vor Nichtwissen. Und hier im Haus hatten wir einen schönen Vortrag, also auf der anderen Seite der Etage, in Kooperation mit einem DFG-Forschungsnetzwerk, zum Beispiel Angst in der Statistik. Also wie ist messbar, wer wen wählt. Also, und da geht es wieder um das Schicksal der Menschen. Eine Angstreise führte zum Beispiel nach Bitterfeld zu den tickenden Zeitbomben der Umweltverseuchung, was ja letzten Endes auch einhergeht mit all dem, was wir mit den fossilen Brennstoffen so angerichtet haben in den vergangenen 150 Jahren, würde ich mal sagen. Zum Thema Strukturwandel war vielleicht auch noch Zoo spannend. Wir haben uns eine Fragestellung geliehen, die hieß Kulturlandschaft als Zoonatur. Und haben eine Exkursion ins untere Saaletal und so weiter gemacht. Und das war eigentlich so ein Vorglühen für mich persönlich, aber auch für das Team von Werkleitz, dass wir irgendwann mal in den ländlichen Raum müssen und mal gucken, was wir da machen. Vor allen Dingen deswegen, weil wenn wir heute auf eine Haarmilchpackung gucken, da ist da so ein Traktor drauf, da ist irgendwie ein grüner Baum mit drauf und eine glückliche Kuh. Und das ist unsere Erwartung als Städter an eine Landschaft, an eine Landwirtschaft, die es so gar nicht mehr gibt. Das war zu. Und ich glaube, am dichtesten an diesem Thema dran war nicht mehr noch nicht. Da ist der Wandel und die ständige Transformation schon im Titel. Und es war eine Rückschau auf Shrinking Cities. Shrinking Cities waren in den Nullerjahren, als in Halle viel Wohnraum vernichtet worden ist, in Leipzig. Es gab dann diese beiden Ausstellungen, Shrinking Cities 1 und 2. Und uns hat interessiert, was in dieser kurzen Zeit, also in knapp einer Dekade, aus dem Schrumpfen geworden ist. Muss man jetzt nicht weiter beantworten, aber interessant finde ich den Umstand, dass man mit Prognosen manchmal falsch liegt und dass Klassifizierungen also da nicht hinhauen. Und Herr Wanderwitz wird ein Lied davon singen können, dass Klassifizierungen auch manchmal gar nicht sinnvoll sind. Festivals waren Utopien vermeiden, weitere Projekte waren Leuna 100. Leuna ist groß geworden durch Nutzung fossiler Energien. Und dann kamen wir irgendwann auf Anfrage aus dem Ministerium für Kultur, wollte nicht was zu Luther machen. Hatten wir eigentlich
überhaupt keine Lust drauf. Das war nicht unser Top-Thema. Und dann dachten wir, Moment mal, wo ist das eigentlich? Wo kommt der gute Mann her? Ich bin ein mansfeldisch Kind, schreibt man ihm zu. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen natürlich ins Mansfelder Land, weil das sind unsere Hausberge hier in Bezug auf Halle. Und das ist spannend, dort zu forschen. Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt. Und wir waren dort, glaube ich, 6-7 Jahre vor Ort und haben auf einer weißen Karte kartiert und haben, Herr Wannawitz hat davon erzählt, Romonta nochmal und nochmal und nochmal entdeckt. Natürlich geht da der Romontanwachs zu Ende und die wollen jetzt, glaube ich, grüne Müllverbrennung machen. Das ist, glaube ich, ein Paradox. Aber egal, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt einfach aus diesem meinen Reden, in Begeisterung auch der Vorreden oder überhaupt dieser Institutsgründung, noch einen Text vorlesen, weil er wirklich mal so mir die Nackenhaare so ein bisschen hochgesträubt hat. Dieser Text ist von 1932 herausgegeben von Hugo Zauft. Ich habe den jetzt nicht gecheckt, ob der PC ist. Wirtschaftsgeografie des östlichen Harzvorlandes. Und das ist sein Schlusswort. Er fasst nochmal alles zusammen. Schließlich hat die Mansfelder Bergbaulandschaft allein durch den Kupferschieferbergbau ihr Gepräge erhalten. In all diesen Industriegebieten ist die Bevölkerungsdichte sehr groß. Es ist ein sehr wechselvolles Bild, das diese Kulturlandschaft des Untersuchungsgebiets uns bietet. Diese Verschiedenheiten sind in verhältnismäßig kurzer Zeit zur Ausbildung gekommen. Es fragt sich nun, ob die Landschaft dieses Gepräge nur vorübergehend zeigen wird oder ob die Wirkung der menschlichen Tätigkeit den Charakter des Gebietes in kurzer Zeit wieder vollständig gewandelt haben wird oder ob mit der heutigen Kulturlandschaft die Grundzüge der Landschaft auch für spätere Zeiten gegeben sind. Die Bodenschätze unseres Gebiets sind sämtlich erschlossen. Je nach ihrer Verteilung hat die Landschaft ein anderes Gesicht. Industriegebiete heben sich scharf von landwirtschaftlichen Gebieten ab. Der wirtschaftliche Aufbau scheint beendet. Eine Erschließung weiterer umgestaltender Kraftquellen ist unwahrscheinlich. Auch die Industrialisierung scheint zum Stillstand gekommen zu sein, wenn man die gesamte weltwirtschaftliche Lage betrachtet. So wird wohl erst dann eine Änderung im Grundzug der Landschaft eintreten, wenn die Bodenschätze versiegen, wenn die Kohlenlager abgebaut sind. Aber selbst dann werden die Spuren der heutigen Wirtschaft noch lange im Landschaftsbild sichtbar bleiben. Also ich habe den Text gelesen, als ich mitten in Hettstedt las und dachte, krass, also das ist irgendwie ein Mensch, der sich 1932 vorstellen kann, wie sich das mal ausgeht. Es gibt noch ein weiteres schönes Buch, ich glaube, die Geografen würden da viel Spaß dran haben, ein Büchlein von der Saale. Da kann man hier sozusagen durchs Revier laufen und Gerhard Schmidt sagt, dass dieses ganze schlechte Wetter, sage ich jetzt mal, Braunkohle, Aschegrau und so weiter, und auch das Verschwinden der Dörfer, das hört erst dann auf, wenn die letzte Kohle raus ist. Es gibt in Halle das Geiseltalmuseum, er verweist auf das Tal der Geisel und es ist auch sehr interessant, wenn man auf ein Buch schaut von 1954, wo jemand das Ende der Kohle prognostiziert und dann aber eben nicht weiß, wie die Landschaft aussehen wird und wie es danach weitergeht. Mir macht es auf jeden Fall total Spaß, in diesem Beirat sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Und das, über das Partizipative habe ich schon, glaube ich, alles gesagt. Und insofern nehme ich die Anregung wieder mit und ich hoffe, Sie haben sie auch angeregt und ich bedanke mich. Ja, ganz herzlichen Dank an alle unsere Redner hier, Rednerinnen. Sehr anregende, sehr wichtige Punkte, viele Dinge, die uns über die nächsten Jahre begleiten werden. Ich möchte kurz drei Punkte daraus nochmal für uns sozusagen hier rausziehen an dieser Stelle, bevor wir zu unserem letzten Punkt von unserem heutigen Festakt kommen. Ganz allgemein in allem, was Sie uns hier mitgegeben haben, es geht um das Thema Wandel. Nicht nur, weil das im Wort Strukturwandel drinsteckt, sondern weil es tatsächlich auch eine Grundherausforderung ist, Wandel in seiner DNA verstehen zu können.
Wir alle können Wandel mit Zahlen beschreiben, das ist nicht schwierig. Ja, gestern war 1 und heute ist 2 und morgen ist 3. Wir können laute solche Rechnungen machen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir Wandel verstanden haben. Wir glauben, dass Wandel etwas ist, was wir noch mal ganz von vorne neu denken müssen, wo wir wissenschaftlich noch mal sehr viel tiefer und mit einer ganz anderen Blickrichtung rangehen müssen, als das bisher der Fall war. Und wenn es der Fall war, dann eben immer nur in einzelnen Blickrichtungen. Das Ganze wollen wir interdisziplinär neu denken. Dafür haben Sie uns 3 wichtige Dinge mit auf den Weg gegeben, so sehe ich das zumindest. Der erste Punkt ist, so simpel er klingen mag, es geht um Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch die Statistiken wurden angesprochen. Wir müssen immer wieder uns vergewissern, was nachher als Zahl aufscheint. Am Anfang und am Ende steht immer einzelne und mehrere Personen als Menschen in ihrem Lebensweg und natürlich auch mit den Schicksalen. Auch dieser Begriff ist hier mehrfach gefallen. Der zweite Punkt ist, wir müssen schielen lernen, und zwar nach hinten und nach vorne gleichzeitig. Ja? Der Blick zurück ist genauso wichtig wie der Blick nach vorne. Wenn wir über Zukunft und Zukünfte philosophieren, dürfen wir nicht vergessen, wo wir stehen und wo wir hergekommen sind. Das gilt für uns wie für alle anderen, mit denen wir gemeinsam in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hoffen, in Kontakt zu stehen und Forschung zu machen. Und drittens, der letzte Punkt, und das ist für mich auch der hoffnungsfrohe Punkt sozusagen als Kontrapunkt zu den traurigen Wissenschaften, die fröhliche Wissenschaft an dieser Stelle. Es geht darum, Kreativität zu entwickeln, Kreativität zu fördern und das spielerische Gestalten. Eben auch den Wandel nicht nur von seiner ernsten Seite zu nehmen, sondern auch von seiner fröhlichen, spielerischen Seite aus und hier eben zu helfen, so wie uns mitgegeben worden ist, wo es möglich ist und vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle gestaltend mitwirken zu können. Darauf freuen wir uns. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Anregungen Ihrerseits. Nun darf ich zu dem letzten Programmpunkt überleiten. Wir haben ja heute das ganz erfreuliche Ereignis und Gelegenheit. Wir konnten diese Veranstaltung gemeinsam mit der Kustodie der Universität Halle begehen und haben dann gleich noch die Ausstellungseröffnung, die Ihnen Herr Professor Dirk Schaal ankündigen wird. Er steht hier schon, wird gleich zur Bühne schreiten. Wir sehen vorher noch einen ganz kurzen Film. Vielen Dank. Wir freuen uns, nach über einem Jahr Zwangspause wieder die Türen zu öffnen und Sie herzlich einzuladen zu unserer neuen Sonderausstellung Unser Revier Mitteldeutschland im Wandel. Die Ausstellung ist entstanden aus aktuellem Anlass, nämlich dem nun vom Bundestag beschlossenen Ausstieg aus der Braunkohle, terminiert auf das Jahr 2038. Warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Das Mitteldeutsche Revier ist eine der Kernregionen dieses Strukturwandelprozesses. Unsere Universität ist mittendrin. Wir blicken zurück auf 200 Jahre Braunkohlewirtschaft in dieser Region und natürlich auch eine enge Verbindung der Universität in diesen Wirtschaftsraum. Kohle hat unser Leben geprägt in den letzten 200 Jahren, wirtschaftlich, technisch, sozial, kulturell und natürlich auch ökologisch. Dass das Interesse an dem Thema Braunkohle und Braunkohleausstieg in unserer Region ein großes Echo findet, zeigen die vielen Mitwirkenden an unserer Ausstellung. Der hallische Maler Moritz Götze hat ein Kunstwerk für diese Ausstellung geschaffen. Die Moritzburg-Halle hat uns wertvolle Leihgaben zur Verfügung gestellt. Viele Fotografen, die die Region fotografiert haben in den 80er, 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, haben uns Fotografien ausgeliehen für die Ausstellung. Auch aus den universitären Sammlungen haben wir zahlreiche Objekte bekommen für diese Ausstellung. Wir sind sehr glücklich darüber, Ihnen einige Objekte präsentieren zu können, die mit Sicherheit für das ein oder andere Aha-Erlebnis sorgen werden. Unsere Sonderausstellung Unser Revier Mitteldeutschland im Wandel erwartet Sie bis zum 30. November hier in der zentralen Kustodie im Löwengebäude der Martin-Luther-Universität. Wir haben geöffnet von Dienstag bis Freitag sowie am Sonntag jeweils 13 bis 18 Uhr. Über aktuelle Änderungen der Öffnungszeiten informieren Sie sich bitte auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ja.
Ja, vielen Dank den Kolleginnen und Kollegen, die diesen kleinen Film produziert haben. Ich könnte jetzt eigentlich sagen, die Ausstellung ist eröffnet, aber da Sie mich alle so erwartungsfroh anschauen und es auch die Höflichkeit gebietet, sich anständig zu bedanken bei allen Mitwirkenden, habe ich auch drei Worte vorbereitet. In der Lausitz, Himmelsrichtung, irgendwo da, glaube ich, wird gesagt, Gott hat die Landschaft geschaffen und der Teufel hat die Kohle darin vergraben. In gewisser Weise trifft das auch auf unsere Region zu. Rund 200 Jahre Industriezeitalter, rund 200 Jahre Förderung und Nutzung unserer heimischen Braunkohlevorkommen haben Spuren in unserer Region hinterlassen. Damit setzen wir uns auseinander. Wie im Filmchen schon gehört, war der vom Bundestag nun beschlossene Ausstieg aus der Braunkohle für uns in der zentralen Kustodie Anlass, eine Sonderausstellung zu entwickeln, die Herr Evers beim Schielen hilft und den historischen Wirtschaftsraum nochmal in den Blick nimmt, bevor wir zu neuen Taten nach vorn schauen. Wir haben eine Ausstellung konzipiert, welche die historischen Entwicklungspfade vermitteln, Verbindungen der Universität zur Region darstellen und natürlich auch zur Diskussion über die Weiterentwicklung der Region anregen soll. Es wurde schon gesagt, aufgrund der Vorkommen des Rohstoffs und Energieträgers Braunkohle war das mitteldeutsche Revier, war ein Teil des heutigen Landes Sachsen-Anhalt, im 20. Jahrhundert systemrelevant. Das spiegelt sich auch im besonderen Engagement des Staates im 20. Jahrhundert, vor allem in der hiesigen Wirtschaft, wider. Der seit 1990 andauernde und hier besonders spürbare Strukturwandel, die sich daraus ergebenden gesellschaftlichen und kulturellen Aufgaben und Konflikte prägen heute den bundesweiten Blick auf unsere Region. Der von uns schließlich gefundene Ausstellungstitel »Unser Revier« dient daher nicht nur der Verortung der Ausstellung und von uns, er zielt auch auf die Verantwortung, die alle hier Lebenden und Arbeitenden in diesem erneuten oder dauerhaften Strukturwandel für die Region tragen. Dass unsere Ausstellung in einer sehr, sehr kurzen Zeit entstehen konnte, ist in erster Linie der Kooperationsfähigkeit und Erfahrung der Beteiligten, damit meine ich jetzt nicht mich, sondern die Mitwirkenden, zu verdanken und ihrem Interesse an dem Thema. Dieses Interesse hat uns getragen und auch unsere Kreativität an der einen oder anderen Stelle beflügelt. Außergewöhnlich war die Umsetzung dieser Ausstellung. Seit Anfang des Jahres haben wir in verschiedenen Konstellationen miteinander gearbeitet. Distanziert mit allen zur Verfügung stehenden Medien, weniger distanziert, aber mit Maske, getestet, teilweise geimpft und zum Schluss auch noch verunfallt. Das betraf den Grafiker ausgerechnet. Zum Glück war es nur der linke Arm und er ist Rechtshänder. Mein besonderer Dank gilt an Birgit Bublak und Jo Schaller für die Ausstellungsgestaltung und den Ausstellungsaufbau, an Peter Thieme für die Kuratierung der Fotowand, an Lisa Priebig in der zentralen Kustodie, die sich hier sehr, sehr schnell eigentlich einen Kaltstart hingelegt hat, Anfang des Jahres, gleich mit diesem Projekt konfrontiert wurde, und natürlich an meine Kollegin im Universitätsarchiv. Sehr danke ich den vielen Leihgebern in Halle, in der Region und natürlich auch unserer Universität. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt die Ausstellung mit Mitteln aus der Kultur- und Museumsförderung. Herzlichen Dank dafür und auch vielen Dank für die Unterstützung durch die Freunde und Förderer der Martin-Luther-Universität. Frau Professor Kiewit, habe ich gesehen, von der Burg Giebichenstein, hat sich in der Schlussphase der Ausstellung mit ihren Studenten auf ein Projekt eingelassen, das den Link in die Gegenwart herstellt. Frau von der Rau, da hinten eben noch, wo ist sie jetzt? Da, Entschuldigung, das blendet doch ein bisschen. Herr Evers, Herr Alejew und auch Frau Pampus, danke ich für Ihre Anregungen und Hinweise. Ich freue mich auch sehr, Sie heute jetzt endlich mal persönlich wahrhaftig zu sehen und nicht als gefühlte Avatare am Bildschirm. Wir konnten mit Ihren Hinweisen doch im letzten Kapitel der Ausstellung die Ungewissheit von Gegenwart und Zukunft mit dem doch sedimentierten und vermeintlich gesicherten Wissen über die abgeschlossene Vergangenheit in eine Balance bringen. Zumindest haben wir es versucht. Dem Institut wünsche ich eine erfolgreiche Gründung
und hoffe sehr, dass wir in einigen Jahren Ihre Ergebnisse oder erste Ergebnisse Ihrer Arbeit in einer weiteren Ausstellung präsentieren können. Vielleicht fällt der ein oder andere Euro auch für die Kustodie dabei ab. Unausgesprochen schwang ja heute der Begriff der Wissenschaftskommunikation immer mit herum. Ich denke, wir sind da ein schöner Ort zumindest für die niedrigschwellig, barrierefreie, breite Kommunikation. Ja, früher, als die Menschen noch näher beieinander saßen und vielleicht auch noch mit Braunkohle heizten, hätte ich jetzt das Glas erhoben und gesagt, die Ausstellung ist eröffnet und alle hätten gewusst, was zu tun sei. Auf den geselligen Teil mit Getränken und Imbiss müssen wir leider noch verzichten. Das ist jetzt auch meine traurige Aufgabe, Ihnen das mitzuteilen. Ich lade Sie aber herzlich zu einem Ausstellungsrundgang in kleinen Gruppen ein. Bitte halten Sie Abstand und halten Sie Nase und Mund bedeckt und folgen Sie mir. Zum Abstand halten in der Wartepause nutzen Sie bitte den Umgang im Treppenhaus sowie die geöffneten Räume der zentralen Kustodie. Wir werden das Museum, eine weitere kleine Kabinettausstellung öffnen. Schlendern Sie, sprechen Sie mit Abstand, aber umso intensiver. Und alle anderen in Kleingruppen bitte ich, mir zu folgen. Die Ausstellung ist eröffnet.